Vor allen Dingen, die Menschen nicht weiter belasten, sei das Ziel des Inflationsschutzgesetzes, dessen Entwurf Finanzminister Lindner vorgestellt hat. Er selbst findet, dass die Vorschläge sozial sind, aber die Kritik daran bleibt. Sie kommt unter anderem auch von einer der Wirtschaftsweisen. Veronika Grimm sagte gegenüber der Rheinischen Post, dass eine Reform, bei der nominal die Besserverdienenden mehr gewinnen, zum falschen Zeitpunkt komme. Unternehmensvertreter und Arbeitgeber hingegen haben die Pläne begrüßt. Olaf Scholz stellt sich in seinem Brandenburger Wahlkreis den Bürgerfragen. Ukraine-Krieg und besonders Inflation und Teuerung bestimmen das Gespräch. Hilft die Ampel da eigentlich den Bürgern genug? Überhaupt nicht. Das wird der härteste Herbst und Winter, den die Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit erlebt hat. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich finde auch, dass die Bürger nicht entlastet werden. Man erwartet immer ein großes Paket, eine große Lösung und übersieht die Bausteine. Ja? Ich komme damit klar. Andere vielleicht nicht. Für andere wäre es wahrscheinlich ein Packen mehr, die sie benötigen. Der Kanzler zählt auf, was alles schon gemacht wird und auch, was der Bundesfinanzminister Lindner plane. In der Ampel werde man dazu schon einen Kompromiss finden. Dass diejenigen, die 2,8 verdienen, 3,2, 4.000 Euro, auch das Gefühl haben, auch ihre Probleme werden mitgelöst. Deshalb wollen wir da was tun und das werden wir jetzt miteinander besprechen und das wird sehr schnell entschieden werden, sodass wir da helfen können. Tatsache ist, höhere Gehälter werden stärker entlastet. Bei 20.000 Euro werden es 115 Euro im Jahr, bei 60.000 Jahreseinkommen hingegen 471. Hier legen die Grünen ihr Veto ein. Der Vorschlag von Minister Lindner entlastet Vielverdienende über viermal so stark wie diejenigen, die es gerade wirklich am meisten nötig haben. Und das ist unsere Kernkritik. Und Sozialverbände fordern weitere spürbare Hilfen für die unteren Schichten. Aber was wir nicht brauchen, ist jetzt eine Gießkanne oder noch schlimmer, eine besondere Entlastung Besserverdienender. Da ist der Bundesfinanzminister anderer Meinung. Seine Zielgruppe halte Deutschland immerhin am Laufen. Ich halte es für falsch, in Zeiten der Inflation die Menschen, die hart arbeiten und Steuern zahlen, zu vergessen. Denen wird nicht die Gasrechnung übernommen, die erhalten keine Hilfe vom Staat. Immerhin sollten wir sie verschonen von Steuererhöhungen. Beifall kommt von der Union. Mit der Erhöhung der Freibeträge und der Verschiebung des Spitzensteuersatzes werde der richtige Weg beschritten. Weil es geht auch gerade um diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die sich anstrengen, die ein kleines Einkommen bekommen, die müssen mehr Netto vom Brutto haben. Jetzt ist der Kanzler gefragt. Er muss die Balance finden für die Hilfen bei Bedürftigen und Steuerentlastungen, die wirklich allen Gehaltsklassen gleichermaßen zugutekommen. Das wollen wir weiter vertiefen mit unserer Reporterin Leonie von Randow. Sie ist am Kanzleramt in Berlin-Mitte. Schönen guten Morgen, Leonie. Wie sind denn die Reaktionen jetzt am Morgen danach auf die Pläne von Finanzminister Lindner? Guten Morgen, Jens. Ja, die Reaktionen, die sind ja im Vorfeld schon so gewesen, dass eben viele Kritik daran geäußert haben. Nachdem dann der Finanzminister gestern seine Pläne vorgestellt hat, haben viele ihre Kritik eben durchaus noch mal wiederholt, noch mal weiter ausgeführt. Da hat sich zum Beispiel Lars Klingbeil zu Wort gemeldet. Der Chef der SPD hat eben noch mal gesagt, dass Spitzenverdiener überdurchschnittlich entlastet würden. Da müsse man jetzt innerhalb der Ampel eben gucken, ob man irgendwie gemeinsame Wege findet. Klang also da doch etwas reserviert, ganz ähnlich. Nicht auch der Grünen-Vorsitzende Nuripur. Auch der hat eben ja kritisiert, dass diese Entlastungen eben nicht auf die unteren und mittleren Einkommen abzielen, fordert für die ein weiteres Entlastungspaket für Herbst und Winter. Ganz anders sah es eben aus. Wir haben das eben im Beitrag schon gehört bei der Union. Da gibt es auch ein bisschen Beifall, denn auch die Union wollte ja lange schon die kalte Progression abschaffen, freut sich also darüber, dass das jetzt kommen soll. Aber auch Friedrich Merz, der CDU-Chef, der hat noch mal klipp und klar gesagt, Entlastung dürfen jetzt eben nicht mit der Gießkanne kommen. Stichwort 9-Euro-Ticket, Stichwort Tankrabatt oder Energiegeld, was ja sozusagen allen Bürgern zugutekommt, das sei eben doch ein bisschen viel des Guten. Man müsse jetzt stattdessen eben gezielt diejenigen entlasten, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und ein Punkt ist vielleicht noch ganz interessant, auch die Städte und Kommunen, die machen sich jetzt natürlich durchaus Gedanken darüber, denn für die fällt ja durch diese geringeren Steuereinnahmen eine ganze Menge Geld weg. Und da macht man sich jetzt natürlich
auch Sorgen, wie man dann in Zeiten von Corona immer noch und in Zeiten der Energiekrise über die Runden kommen soll. Verschiedene Kommunen sind ja jetzt schon bereits am Limit. Wie positioniert sich der Regierungschef? Das heißt, was sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Entlastungsplänen? Gestern erst hat er mit Bürgerinnen und Bürgern in seinem Wahlkreis gesprochen. Richtig, Olaf Scholz war gestern und wird auch morgen wieder ein bisschen unterwegs sein in seinem Wahlkreis in Brandenburg. In und um Potsdam ist er unterwegs, hat eben gestern zum Bürgergespräch eingeladen. 150 Bürgerinnen und Bürger waren eben da. Wir haben es eben im Beitrag schon gehört, dass er sich dazu also auch geäußert hat zu dem Thema Entlastungen. Er hat, und das ist ganz interessant, da also indirekt ein bisschen für Verständnis für die Pläne von Christian Lindner geworben, indem er eben gesagt hat, man darf hier nicht nur die unteren Einkommen in den Blick nehmen, nein, eben auch die Leute, die 3.000, 4.000 Euro brutto verdienen, auch die freuen sich ja über Entlastungen. Auch die haben eben unter Umständen ja keine großen Rücklagen. Man denkt da vielleicht an Menschen, die eine Familie zu ernähren haben, die vielleicht eine Wohnung oder ein Haus abbezahlen müssen. Auch die leiden ja unter gestiegenen Preisen. Insofern hat er da ein bisschen für Verständnis geworben. Er war ja nun selber Bundesfinanzminister, bis er eben Bundeskanzler wurde, kennt also diesen Zwiespalt, in dem sich Christian Lindner jetzt befindet, selber noch nur zu gut, dass man eben immer so einen Ausgleich finden muss zwischen den Interessen der Koalitionsparteien, der Bürger und aber eben auch dem, was sich mit der Schuldenbremse vereinbaren lässt. Leonie, vielen Dank für das Kanzleramt.